Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir schon wieder, der Matze und der Lutze natürlich. Hast du dein Telefon ausgemacht? Guten Tag. Nö. Nicht? Naja, muss ich. So, wir sind ein bisschen früher dran diesmal. Also das ist jetzt der zweite Mal im November, ne? Wie? Im November schon der zweite sind, im November. Wir sind ein bisschen früher dran, weil wir haben doch ein bisschen Termine und Programm. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und außerdem haben wir noch ein paar Termine, die jetzt noch kommen, die wir selber noch stemmen müssen. Deswegen müssen wir jetzt ran. So, und zwar Gruß der Woche geht an Matthias. Matthias mit einem T und S im Nachnamen ganz vorne. Ja, vielen Dank für die 20 Euro Spende, die du uns hast zukommen lassen. Wir freuen uns natürlich darüber. Und so als kleiner Hinweis. Wir freuen uns da wirklich drüber. Wir freuen uns da wirklich drüber, über so ein bisschen Unterstützung. Ja, wir wollen mal nicht betteln, aber wir wollen betteln. So, der erste Termin war am 18.11. und da war, was, Matze? Na hier, laufen Sie durch, guck mal, der Laternenumzug. Laternenumzug, warst du übrigens mit einer Laterne dabei? Nein. Nee, also hier der Laternenumzug. So, das war der Laternenumzug, war richtig voll gewesen, fand ich. Ja, und da hatte auch die DLRG ihren ersten Stand mit dem neuen Team. Hast du ja auch ein Foto gemacht, wie man hier sieht. Genau. Ja. Und ein Video. Und das Video hier, wie wir da um den Stand rumgewuselt sind, eine Stunde lang, um alles aufzubauen, zusammen mit dem Kita-Förderverein, haben wir uns da platziert. Genau, das war so die erste Runde. Das war die erste Runde, das war am 19.11. und dann war, am 18.11. und dann ging es ja gleich weiter am nächsten Tag, am 19.11. Ja. Da haben wir aber kein Video. Doch, du hast ein Video. Naja, in Summe schon. Ja. Fängt man gar nicht an. Nicht? Am 19.11. hat sich der neue DLRG-Vorstand den Mitgliedern, Interessenten und Sponsoren vorgestellt an der Geschäftsstelle. Und auf der Internetseite borkheide.dlrg.de, Lutze blendet hier bestimmt einen Link ein und schreibt den unten rein, kann man sich auch ein paar Fotos angucken, die du uns dankenswerterweise da mit reingeschoben hast. Es gibt auch einen YouTube-Kanal von der DLRG, wo auch die Eröffnungsansprache des Vereinsvorsitzenden zu finden ist. Okay. Gut. Und schon kommen wir zum nächsten Termin und das war der 25.11. gewesen. Ja, ich komme mir langsam vor wie eine Fertigteilhausfirma, alle drei Tage Richtfest. Genau, da war Richtfest und zwar von der Wespe, ist das jetzt eine GmbH, ist das ja Wespe GmbH. Und dazu haben wir hier erstmal dieses Video. Wo sind denn hier? Borkheide. Und wo sonst? Was sind denn das für Hallen da? Neue. Und die haben frisch mit Asbest eingedeckt. Ich glaube, die sind schon wieder verkehrt. Guck mal da. Ja, der Bürgermeister ist auch schon da, siehst du? Naja, ist ein bisschen verdeckt, aber egal. Das dritte Richtfest in kurzer Zeit. Genau. Neuendorfer Straße. Das funktioniert. Drei das hat, Häuser. Das hat einwandfrei geklappt. Du musst nur richtig im Internet sagen, ladet uns bitte zu den Richtfesten ein. Wir kommen gerne vorbei, wir machen noch ein Filmchen. Genau, machen wir. Und jetzt machen wir wieder eins. Gucken mal, was hier so losgeht nachher. Ist jedenfalls beheizt, habe ich gesehen. Beheizt, das erste, übrigens, das ist wieder eine neue Stufe, ja, beheiztes Richtfest. Und wie man hier sehen kann, es gibt auch Kuchen. Übrigens, wir machen Fotos von den Kuchen und von den Getränken und wir haben zu Hause einen 3D-Drucker, da drucken wir uns das Zeug wieder aus, da haben wir immer genug. Kuchen zum Beispiel, ja, und hier werden auch die Toiletten wurden schon abgeklebt. Finde ich natürlich komisch, aber naja, egal. Passiert halt. Ich denke mal, wir machen nachher noch einen kleinen Schnitt, wenn noch ein paar Gäste da sind, die Ansprache kommt und dann bringen wir hier noch was rein. Brauchen wir. Nehmen wir mit. Brauchen wir. Einpacken bitte. Dreh dich mal um. Guck mal da. Die Treppe. Kannst du dir zu Hause anbauen. Wenn du nachts zu spät nach Hause kommst, kannst du aus am Haus hoch. Die ist bestimmt nicht schwer, die ist cool. Nehmen wir auch. Nehmen wir mit. Einpacken. Irgendwo muss man ja noch Gläser zerwerfen, habe ich gehört. Ja, hallo liebe Gäste. Herzlich willkommen bei uns beim Bau. NSB ist unsere interne Abkürzung. Toll, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid.
hier so der letzte offizielle Teil unserer heutigen Veranstaltung. Danach gibt es Essen, Getränke und Co. Und ja, jetzt erstmal zum offiziellen Richtspruch. Etwas später geworden in diesem Jahr, halt erst im November. Und wir haben auch schon Scheiben drin und so, wie ihr alle seht. Aber umso gemütlicher wird es ja heute Abend bei der Party. So, wir haben einen kleinen Richtspruch vorbereiten dürfen. Aber bevor wir jetzt beginnen, wollte ich die Möglichkeit kurz benutzen. Hört man mich richtig? Sollen wir lauter sprechen? Sollen wir brüllen? Ist egal, oder? Extra ausmachen? Egal. Dann rufen wir. Ja, ich wollte mich noch mal herzlich bedanken bei unseren Planern. Ich sehe es nicht. Da ist Juan, unser Architekt für Ausführungsplanung. Statiker habe ich noch nicht gesehen und unsere anderen Architekten auch noch nicht. Aber vor allen Dingen würde ich mich bei unserem lieben Wojtek bedanken und seinem Team. Er hat uns oft den Arsch gerettet und Termine wieder gerade gezogen, die wir woanders liegen lassen haben. Ja, aber das können wir nachher nochmal in Einzelheiten besprechen. Jetzt kommen wir erstmal zum Richtspruch. Los geht's. Attacke. Sehr geehrte Richtfestgäste, heute rufen wir zum Feste, denn das Schwerste ist geschafft. Hier in wunderschöner Lage feiern wir das Richtfest heute, was in ganz besonderem Maße uns als Bauherren sehr erfreut. Bevor die Handwerksleute kamen, Stein, Stahl und Holz zum Bauen nahmen, da haben in vielen fleißigen Stunden die Architekten sich geschunden. Und nur mit vereinter Kraft ist der Rohbau, ihr seht's, geschafft. Ja, sind schon ein bisschen weiter, aber egal. Hochleben alle, die hier stehen, durch deren Hilfe ist geschehen. Nun müssen andere noch vollenden, den Bau mit kunstgeübten Händen. Lasst uns das Bauwerk festlich krönen, dass jeder sieht, es geht voran. Und lassen wir uns nun verwöhnen, dass Richtfest nun beginnen kann. Und nun, nach altem Handwerksbrauch, wollen wir die Häuser weihen und mögen Glück und Zufriedenheit allen Bewohnern stets erfreuen. Darauf wollen wir nun unsere Gläser leeren. Stoßt mit uns an, in allen Ehren. Prost! Prost. Wir wollten davon ein bisschen an die Fassade kippen, oder? Ja, denn? Dahin. Oh. Ich hoffe, es ist verschämt. Ja. Ja. Vielen Dank. Das war's. Gute Heimfahrt. Und ach, dann haben wir noch. Du warst auch ja. Ich war auch da. Und haben wir das ganze Zeug eigentlich eingepackt und mit nach Hause gekriegt oder nicht? Haben wir wieder vergessen, ne? Ja, und da gibt es halt noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und zwar, was man dort eigentlich vorfindet, Matze? Soll ich mal? Also 20 Einheiten in den drei Häusern auf zwei Etagen, 10 Wohnungen, 10 Gewerbeeinheiten. Alles ja modern gehalten. 4 große Wohnungen für bis zu 4 Personen. Und die kleineren für bis zu 2 Personen. 2 der kleineren Wohnungen sind auch noch frei. Einziehen wird dort mit bestätigtem Vertrag ein Kinderarzt, Kinderärztin, je nachdem, weiß ich nicht genau. Gastronomie ist noch geplant, Eventgastronomie, also quasi eine Art Kaffee etc. Mhm. Ja, das ist so im Groben. In weitere Details können wir hier gar nicht eingehen. Ja, wieder eine Bereicherung für Bockheide und das bahnhofsnah. So, im Groben. Fertig? Tschüss. Ach nee, warte mal, wir haben noch ein paar Termine. Ach so. Ja, weiter geht's. Und zwar jetzt am Freitag. Am Freitag? Am 2.12. Der November geht ja jetzt zu Ende, übermorgen. Genau. Da trifft sich die gesamte Feuerwehrjugend des Amtsbereiches hier in unserem Feuerwehrhaus und haben dort quasi auch so eine Jahresversammlung, Jahresabschlussveranstaltung. Viel Spaß euch dort in der Feuerwehr und habt eine schöne Zeit dort. So, und dann geht's gleich weiter am Samstag, dem 3.12. Und zwar ab 16 Uhr auf dem Marktplatz vor der großen Weihnachtstanne, so wie in den letzten 2 Jahren, kommt da der Ostermann? Nee. Osterhase? Nee, der Weihnachtsmann kommt da. Der Weihnachtsmann, und der hat diesmal auch 2
Schneeprinzessinnen dabei, habe ich gehört. Und ein Pferdchen soll da kommen. Und der Markus von Kurzschluss mit einer Gitarre ist dabei, ja, und singt wieder Weihnachtslieder. Und es gibt viele Naschereien. Ihr wart schon fleißig gewesen. Wir haben gesammelt. Übrigens, vielen herzlichen Dank natürlich an die vielen Spender. Hast du die alle im Kopf? Nee, ne? Ich habe es im Kopf, aber ich werde, wenn du mir den Rest noch rüberschickst, wieder einen Zettel auslegen, wer uns dort unterstützt hat. Wenn ihr mit euren Wunschzetteln kommt, wenn ihr noch einen Bund Möhren dabei habt, es ist wirklich ein Pferdchen da. Hm? Könnt ihr einen Bund Möhren mitbringen, ein Ponychen. Hm. Und ich glaube, das darf Möhren fressen. Und ja, und das ist, wie gesagt, am 3.12. so ungefähr bis 18 Uhr, von 16 bis 18 Uhr, denken wir wieder so 2 Stunden. Und ein bisschen Glühwein haben wir da, Bockheide News TV. Die länger warten, können natürlich auch einen Glühwein bekommen. Es gibt auch einen heißen Apfelsaft für die Kinder, die länger warten müssen. Meine Frau macht auch noch, glaube ich, eine Käse-Lauchsuppe oder sowas in der Art. Also ein bisschen was zu essen gibt es auch noch. Ja. Und Lutzes Kalender gibt es. Und Lutzes Kalender gibt es natürlich auch. Wer noch 2023 Kalender braucht, kann sie dort für 15 Euro mit erwerben. Und damit noch nicht genug Weihnachten, wir fangen ja langsam an, geht es am 4.12. weiter, allerdings nicht in Borkheide. Nein, da reitet die Truppe der DLRG-Ortsgruppe Borkheide nach Michendorf aus. Also wer noch vor Weihnachten noch ein bisschen... Pferde? Ja, auch PS, viele Pferde stärken. Und unterstützt in Michendorf den Nikolauslauf bei der Absicherung. Man kann natürlich auch sein Nikolauskostüm überwerfen und auch dort nochmal kurz vor Weihnachten gegen die dann zu erwartenden Pfunde gegenarbeiten. Nichts zu machen. Geht ja jetzt richtig, jetzt kommt ja ein Ding nach dem anderen, weil dann geht es ja schon wieder weiter am nächsten Wochenende. Und zwar auch am Samstag, der 10.12. Immer Samstag vor dem 3. Advent. Mhm. Achso, Nikolaus ist übrigens dazwischen auch noch, ja, falls dir das nicht aufgefallen ist, am 6. Nee, der fällt dieser aus. Der fällt aus wegen einer Veranstaltung, ja. Das wird zu viel. Mhm. Also am 10. ist auf jeden Fall Weihnachtsmarkt im Waldbad, wie immer. Im Waldbad Borkheide. Ja. Mhm. Mit allen Veranstaltungen dort? Gibt es da schon irgendwie so Sachen, die du so verraten kannst? Nee, ne? Muss ich? Nee. Soll ich? Nee. Ja, wir haben natürlich die Schule dabei, die macht ein Programm. Die Waldtrommler sind wieder dabei. Wir haben diesmal sogar einen Sangeskünstler. Was? Aus Borkwalne. Ja, der Maxi. Der wird da noch 1, 2, 3 Lieder zum Besten geben. Mhm. Und... müsste ich einen Plan wieder im Kopf haben. Ne? Ich habe den Plan nicht im Kopf. Ich habe es, ja, wie gesagt, im Kopf, aber viel... Und die Fireflies sind da? Ja, ach, siehste, ich war schon wieder dazwischen, was noch war, irgendwas vergaß ich. Genau, Feuershow ist am Ende auch auf der Wiese und unterhalb vom Becken. Ja. Wir gucken mal. Ich bin auch da und auch da gibt es nochmal Kalender zu kaufen. Und dann also geht's schon. Wird der Jörg das alles nochmal die Woche auf die Seite www.waldbad-borkheide.de draufpinseln. Wir gucken. 15 Uhr ist offizieller Start. Ein bisschen vorher ist der Einlass. Und dann geht es nahtlos durch. Und gegen 20 Uhr werden dann noch die Stände abgeräumt. Und dann ist auch Schluss, wenn am Waldbadstand, der Glühwein dann alle ist. Ha. Der wird nie alle. Ja, dann geht es gleich wieder weiter. Und zwar am 15.12. Da ist nochmal Jahresabschlussgrillen von der DLRG. Und zwar an der Geschäftsstelle Friedrich-Engel-Straße 20 für, wie auch am 19. für die Vereinsmitglieder, gegebenenfalls Sponsoren, Interessierte. Also man kann sich auch da, wer am 19.11. nicht vorbeikommen konnte, auch nochmal über die DLRG informieren. Auch dort wird es ein Getränk geben oder zwei. Hm. Ihr seht schon, wir gucken hier mal rüber. Wir haben hier wirklich eine ganze Liste voll hier. 16.12. ist Tag des mit Schokolade übergossenen Essens. Matze freut sich schon darauf. Das hat meine Frau sich gewünscht, dass ich diesen Termin mal ansage. Der Tag der mit Schokolade überzogenen... Stell mir Grünkohl gerade oder Knacker mit Schokolade überzogen vor. Bäh. Also ich habe schon gesagt, nö, also mich interessiert dieser Tag überhaupt nicht. Aber ist ja auch, dein Wunsch war mir Befehl, meine liebe Frau. Ja, und dann geht es weiter am 24.12., da ist ja Heiligabend. Ja, das ist aufpassen, liebe Männer. Es gibt ja manchmal den Spruch innerhalb der Familie, ach Schatzi, komm, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Falle, Männer, Falle, fallt nicht drauf rein, geht schief.
Also ich schenke meiner Frau nichts, sie hat mich und ich habe sie. Kriegen wir immer gut hin. Jetzt hätte ich fast ja, dich will ich nicht geschenkt haben, aber das sage ich jetzt nicht, das hört man auch nicht. Das habe ich nur gedacht, habe ich jetzt Denken und Reden verwechselt? Hat der laut gesagt, ich habe es gehört. Verdammt. Kommt, kriegt er zurück irgendwann. Er kriegt bestimmt ein Geschenk zu Weihnachten. Jo, so, jetzt gibt's noch mal was zum Meckern. Ich muss nämlich auch mal ein bisschen meckern. Oh, hier werden ja immer ständig irgendwelche Häuser gekauft und verkauft hier in Bockrede. Findet man ja auf einschlägigen Immobilienportalen. Und was ich total witzig finde, ist, wenn die Immobilienmakler immer mit riesengroßen Weitwinkel Objektiven da reingehen, also mit dicken Weitwinkeln, um die Zimmer größer zu machen, als sie sind. Auszuverkaufen. Und wenn sie nur halbe Wahrheiten verbreiten. Also ich finde, ich habe das jetzt letztens gesehen, da steht hier hinten ein Haus zu verkaufen und da kamen wieder Familien mit Kindern an, also mit so Schulpflichtigen und Kindergartenkindern. Und da steht dann immer so drinne, ja, fußläufig 5 Minuten entfernt, Kindergarten, Schule und wir haben ja Lebensmittel, ja, haben wir, haben hier Netto und Nahkauf und Ärzte, mehrere Ärzte in der näheren Umgebung, hahaha, sollen wir versuchen, einen Termin zu kriegen bei den Ärzten. Und dann muss ich auch sagen, was die natürlich vergessen zu sagen, das ist alles für die, die sich freuen, nach Bockheide zu ziehen. Natürlich ist es in Bockheide schön, aber Schule und Kindergarten sind vollständig überfüllt und überlastet und auch die Ärzte eigentlich. Also das wird lustig für alle die, die denken, naja, haben wir ja fußläufig bis zur Schule. Thema Schule kann man sich ja rückwärtig in 2 Videos angucken, wo der Bürgermeister schon mal Rede und Antwort gestanden hat. Mhm. Und Kindergarten sieht nicht besser aus, weil auch kürzlich da wieder auch teilweise Öffnungszeiten reduziert wurden, wegen dann Krankenstand teilweise und. Es sieht also auch da teilweise mau aus. So ist es. Also es muss schon sagen, die sind gerade hoffnungslos überfüllt. Und witzig finde ich natürlich auch, wenn dann geschrieben wird, die Hans-Grade-Grundschule und eine Kita werden nach 5 Minuten angefahren. Hallo, wir sind hier in Bockheide, kann man doch hinlaufen. Ja. Man kann einmal hinfahren und dann bringt man die Kinder nach Potsdam oder Berlin, glaube ich. Ja, der Spaß wird nämlich so sein, dass die alle gar nicht mehr unterkommen, weil hier so viele Kinder und Familien hergezogen sind nach Bockwalde und Bockheide, dass die Infrastruktur hier einfach nicht mehr stimmt mittlerweile. Du musst jetzt noch dazu sagen, wir wollen jetzt hier keinen rauswerfen, aber man muss. Nein, ich habe ja gesagt, Bockheide ist schön. Um diese Immobiliengeschichten, wo die alles anpreisen, was es am Ende gar nicht gibt. Ja, oder? Genau. Nicht richtig. Oder nur halb anpreisen, weil sie nämlich vergessen, so ein paar Zusätze daran zu machen. Jo, so, dann. Das war es jetzt noch nicht. Das war es jetzt immer noch nicht. Jetzt kommen wir schon, wir springen einfach schon mal ins nächste Jahr. Und zwar am 01.01.2023 ist Nacktbaden im Waldbad. Weder Nacktbaden noch Nachtbaden, Eisbaden. Ach, Eisbaden. Ach, da habe ich wieder was durcheinander gebracht. Okay, ich meine natürlich Eisbaden. Ja, habe ich doch wieder gut hingekriegt. Ich muss mal gucken, ob ich wieder Eiswürfel einfrieren muss vorher, damit es auch wieder ein Eisbaden wird. Mhm. Oder ob die Temperaturen, die sich jetzt, komm, wir gehen mal zum Wetter, Temperaturen, die sich in dieser Woche zum Wochenende immer weiter nach unten mogeln, ob das so bleibt und uns vielleicht mal ein bisschen Eis wieder beschert. Wir gucken mal. Und dann gibt es noch einen Termin und das ist der 8.1. Und viel weiter gehen wir dann nicht ins nächste Jahr. Und da ist der Neujahrslauf diesmal ausgestaltet vom BSV 90 und von der DLRG Bockheide. So, das war's. Und am Samstag warm anziehen. Es werden nachmittags 16 Uhr minus 0,4 Grad circa. Weihnachten. Schneit's? Es geht auf Weihnachten zu. Schneidet? Nein. Nicht? Mm-mm. Okay. Ja, wir freuen uns auf euch am 3., also diesen Samstag. Ja. Da sehen wir uns auf dem Marktplatz, hoffe ich, in großer Zahl. Wie gesagt, wir haben mehrere zig Säckchen Süßigkeiten, kleine, zusammengepackt schon diesmal. Also es geht kein Kind leer aus. Das können wir eigentlich versprechen. Wir freuen uns drauf. Falls es knapp wird, haben wir Personal, was wir zum Einkaufen schicken. Nein, das war wirklich sehr, sehr gut und sehr hilfreich, was uns alles an der Stelle schon mal übergeholfen wurde. Meine Frau hat tagelang das zusammengepackt. Ich fand das auch lustig. Hier kamen ja tatsächlich Leute, die hier auch aus Potsdam angefahren kamen, die hier noch gar nicht, die hier erst bauen wollen. Also die, ja, finde ich gut. Also die gucken natürlich immer Bockheide News TV, was ich wirklich schön finde. Vielen Dank auch. Und in dem Zusammenhang fiel mir das halt immer auf, dass natürlich alle die sich vorher über den Ort informieren, nur halbe Informationen kriegen, weil die Immobilienmakler die Hälfte weglassen. Jetzt halbieren sich die Bauanträge, das hast du noch nicht geschafft. Das glaube ich noch nicht, erstmal abwarten.
was jetzt überhaupt passiert. Jo, das war es mal wieder. Wir schauen, ob wir dieses Jahr nochmal kommen. Bestimmt kommen wir nochmal. Wir müssen ja noch dieses Jahr nochmal so richtig um die Ecke bringen. Jedenfalls für heute erstmal genug. Wenn ich diese ganze Veranstaltung sehe, dann weiß ich gar nicht, wo wir das noch eintüten sollen. Ja, wir gucken mal. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, schöne Adventstage. Lasst euch nicht so sehr stressen. Und ja, bis die nächsten zwei Wochen. Die nächsten zwei Wochen werden wir uns ja eh irgendwo mehr oder weniger über den Weg laufen. Bis dahin, alles Gute wünschen. Falls ich irgendwen nicht erkenne, seid mir nicht übel, sage ich immer gerne, mieses Personengedächtnis. Ihr, er ist ja, der kennt die Leute immer, ich nicht. Ihr müsst mich direkt ansprechen und sagen, wer ihr seid, dann antworte ich auch. Ja, aber ich kann die Leute nicht in Autos erkennen. Das reflektiert immer. Wenn die winken und hupen und ich weiß gar nicht, wer dahinter steht. Eigentlich nur ein Schilder, kann ich mir merken. Meine Frau merkt sich die Autos, aber ich nicht. Gut, das war's. Matze. Ja, ich und Lutze. Und tschüss. Tschüss.